zurück zur Welt, zur normalen Welt. So. Dann schauen wir mal. Also hier dran und weiter geht's. Safe 8. Oh, Level 14, the final level. Und wir haben noch 15 Minuten. Das passt doch perfekt. Können wir uns jetzt noch 15 Minuten Zeit lassen. So, hier, the key. Da ist er. Da, hier. Ah. Ich will am liebsten die Tür zerschlagen, aber das machen wir natürlich nicht. Prison Cell. Ja, haben wir ein paar Fledermäuse schon mal eingefangen. Maschinenraum. Römische Zahlen. Was haben wir noch hier? Sporage. Knochen. Hier ist eine Druckplatte. Da werfe ich mal einen Knochen drauf. Ne? Prison Cell. Work Area. Na, in den Workbenchen kann ja nichts drin sein. Hier war eine Druckplatte, da habe ich was draufgelegt. Ja, ich habe auch schon mal eine Druckplatte gehabt, da habe ich auch was drauf gelegen. Hier ist Lehm. So. Prison Cell, da war eine Kiste, okay. Prison Cell. Laboratorium. Hier geht es doch irgendwo weiter. Ist da was drin in den. Oh, da ist noch so eine Druckplatte, wo man was draufwerfen könnte. Moment mal, da irgendwas. Ja, ist offen! Das ist ein Witz, oder? Ich hab's irgendwie, habe ich so auch meine Zweifel dran gehabt. Weil die Kiste steht hier schon auf der Goldwaage reserviert, also. No K in the box. Ja, no K in the box, du Wichser, ey. Entschuldigung, aber. Mann! So. Machine Introduction. It shall be 8 up and 8 down. Also in den Maschinenraum nochmal. Das war das Laboratorium. Prison Cell, Prison Cell, Ja. Oven. Prison Cell, Work Area, Storage, Ja. Maschinenraum. So. Und da steht 8 oben, 8 unten. Das heißt wahrscheinlich von den Zahlen, oder? So. Da kann man jetzt natürlich erstmal knobeln. Also ich würde auf keinen Fall sagen, dass hier so hohe Zahlen mit 5 und 6, das können wir schon mal vergessen. Aber Wieso? der dritte Schalter ist so blöd irgendwie. Oder wir müssen von Da bräuchten wir noch einen, das wäre dann der. Nee. Ne, Quatsch, das sind ja auch 7 erst. Ne. Das passt schon mal nicht. 3 oben und 3 unten. Das sind. Ne. Ne. Oh je. Also das Schwierigste ist, glaube ich, Ach auf. so, jetzt verstehe ich die Aufgabe erst. Was hast du denn gedacht? Keine Ahnung. Die Zahlen oben sollen 8 ergeben und unten 8. Und das sind römische Ziffern halt. Also der V ist ja 5. Ja, das weiß ich. Ja. So, das ist 4 und 8, 8. Ja, das ist mit Knobel. Auf jeden Fall der dritte Schalter gefällt mir irgendwie nicht so ganz.
So, der ist jetzt. Ja, das geht doch hier nicht. Da sind sechs. Ach, Das ist schon scheiße. viel zu viel. Also sechs. Das sind sechs. Jetzt sind nur unten zwei. Eins. Ja, der kann schon mal nicht sein. Okay. Also einer von den beiden. Den oder der andere? Hoch, der andere. Nee, auch nicht. Dann muss der auf jeden Fall oben bleiben. Dann bleibt der oben auf 5 oben. Dann machen wir es nochmal andersrum. Dann machen wir jetzt 3 oben. 3 oben, das könnte beispielsweise so aussehen. Das könnte, oder die umdrehen. Den zweiten hoch. Auch nicht. Ist auch falsch. Dann machen wir die Und beiden. die so oder so. Sehr schön, damit haben wir 8, 8. Ich sehe Und ist er nichts. drinne? Der Real Kill. Ja, Juhu! da ist er und Eisen. So, dann raus, Spinne. Spinne, vor allem Spinne mit der Fledermaus. Wo muss der hin jetzt? Ja. Ach da, jetzt bin ich erstmal nochmal in Ehrenrunde gelaufen. Oh, Und. jetzt dürfen wir schon zusammenzählen. Okay, jetzt dürfen wir zusammenzählen. Wo bist denn du? Ach Ich hier, warte, ich geb dir alles. gib mir mal alles, damit auch hier dass keiner hier behauptet, wir betrügen. So, Gold nach vorne, dann nee, dir nach vorne, dann Gold, dann Eisen und dann die Äpfel, ne? So. Ja, Taschenrechner ist gerade, weil ich nehme ja gerade die Zeit. Hast einen Komm her, ich Taschen? hab einen. Okay. So, also Diamanten fangen wir an, ne? Ja. Okay, 30 mal 17. 17 Stück. 510. Okay, 510. Schreibst du es dir auf oder soll ich mir aufschreiben? So. Hast du aufgeschrieben? Ja, das steht so im Chat. Ach so, okay. 510. So. Gold habe 49. Wie viel gibt Gold? Gold gibt 20. 20. Also 9. 980. 980, okay. 980. So, Eisen, da haben wir ein Stack und 55, das sind dann 900. 1190. Für den Stack oder für alle? Für alle Eisen. Also ein Stack 64 plus 55. Ja? Sind Das 119. 119, ja. Mal 10 sind 1190. 1190. Also so viel, ne? Moment. Hallo? Ich sehe nichts. Ja, auf Tab drücken. Auf T meine ich. Blödsinn. Steht nichts. Da steht 1190. So. Gut. Hey, ich kann nicht senden. Na egal. Naja, also ich habe die Also eins, Zahlen hier eins, stehen. eins, neun, null. Ja, 1190, ja, habe ich hier stehen. So, und Und dann die jetzt noch Äpfel. die Äpfel. Ein Stack und 12 machen 76. 76 mal 5. 380. 380. Okay, jetzt alle vier Zahlen zusammen. Ja, Und lies mal vor. zwar 510, Ja. 980, 1190 und 380. 3060. 3060. So, dann schreibe ich jetzt hin. 3060. Yep. Okay, ja, das ist dann unser Highscore. Da werden wir auf der Webseite gucken, wie gut wir dort sind. Obwohl, kann man ja mal kurz gucken. Wir haben ja noch 5 Minuten. Schauen wir mal, wie gut wir da sind. Mit 360. Hey, 3060. Ja, 3060. Ja, Du hast genau. 360 gesagt. Ja, das wäre mir zu wenig. Wo guckst du denn? Im Internet oder Ja, was? ich guck mal, wie der Highscore ist. The Never Ending Game heißt die Map. Und dann schauen wir mal. In den Game Minecraft.
Das war die Version Nummer 1, die haben drei Maps. Das heißt, theoretisch könnte man bei der nächsten Aufnahmesession mit der Map 2 weitermachen. So, gucken. Leaderboard. Oh, da sind wir platzgleich auf Platz 3 mit jemandem. Cool. Ja. Es Wie viele haben gibt. das schon gespielt? Hier stehen nur die Top 7. Ah, okay. Also Platz 2, der hat 100 mehr. Also der hat 3160 und der Beste, das kommt mir ein bisschen suspekt vor, aber scheinbar ist das so, der Beste ist momentan 4120. Oh, das glaube ich aber nicht. Ja, das ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, ich trage mich mal ein, dann sollen die uns punktgleich auf Platz 3 schreiben, dieser Map-Ersteller. Ja, und dann können wir sagen, auf jeden Fall, die Map war auch wieder gut, ne? Ja, war gut. Und da, ich denke mal, da könnte man auch den Teil 2 dann irgendwann nachspielen, ne? Auf jeden Fall. Ja, dann steht da Thanks for playing. Now blow up. So, jetzt da und Bam! Ja, das war noch mal ein wunderschöner Knall. Und ja, noch mal geht nicht. Können wir nur näher denken. Trommel, auf jeden Fall hier kann man jetzt sehen. Also, ich habe da auch gesehen, man soll natürlich auch einen Beweis machen. Also, wir haben jetzt das Ganze auf Video. Ein Screenshot soll man halt posten, das kann ich ja machen, kann ich ja Von was denn? Von den ganzen Sachen? vom Highscore, ja. Moment mal, stelle ich mich mal hier kurz hin vor dem Highscore und drück mal F2. Zack. Habe ich einen Screenshot gemacht und ja, das soll dann be als Beweis sozusagen gepostet werden, weil man kann ja sonst was behaupten. Und wir haben es ja auch noch auf Video, das heißt, Bedrohung haben wir nicht. Ja, und damit wäre es das, ob wir beim nächsten Mal den Teil 2 spielen oder ob was anders kommt, da überlegen wir uns was. Was die nächste Adventure Map kommt, sein wird, das, warum habe ich jetzt Redstone bekommen? Keine Ahnung, setzen wir mal dorthin. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall, wo bist du überhaupt? Ich springe hier unten aus der Karte rum. Aus Hier der unten. Karte, genau, hier können wir noch ein bisschen Backstage Bereich sehen, also man sieht hier wirklich, ja, mit ziemlich viel Redstone-Konstruktionen. Warum ist da eine Kiste noch? Also das war wahrscheinlich so eine Kiste, die da ist. Also man sieht hier wirklich, können wir mal kurz mal in Game Mode gehen, können wir auch mal zeigen hier, wie so Maps aussehen. Also es ist eine Flatrate-Map. Man sieht hier wirklich schon, ja, also ich könnte es nicht mit so viel Redstone-Verkabelung hier. Das ist natürlich schon immer Respekt, sage ich da immer an die Map-Ersteller, die sowas überhaupt bauen können. Warum sind denn hier überhaupt Truhen hier? Ach so, ja. Da hat er ein paar Sachen abgelegt. Ist auch wieder eine Truhe. Ja. Ja, ich hoffe mal, weil hier in dieser Truhe sind zum Beispiel 60 Goldbahnen und 64 Eisenbahnen, dass dieser komische Mensch nicht die einfach in Zuge gezählt hat. Das wäre. Die stehen ja hier draußen vor, also das geht ja nicht hier. Also hier ist der Raum mit den Kuchen, wo ja die Minecart-Strecke war. Ja, und dann können wir jetzt sagen, nachdem wir hier auch mal uns die Map mal von außen angesehen haben und hier ein NPC-Dorf ist, hat hier auch eine Schmiede? Nee, hat sie nicht, aber eine Kirche hat's. Ja, dann ja, wünschen wir euch natürlich noch einen schönen Tag. Viel Spaß mit unseren restlichen Videos, die es noch gibt. Und dann nun bis zur nächsten Adventure Map. Ciao. Tschüssi, Koski.